Und so trafen sich gestern alle, die zu ihrem VfL halten, zur großen Konvoifahrt Richtung Emsland. Hört mal, ihr macht heute eine schöne Überlandfahrt, ne? Ja, richtig. Nach Meppen, ja. Ja, da wollt ihr doch schon immer mal hin, oder? Ja, eigentlich nicht, ne? Auf nach Meppen! Ja. Ja, ist so ein Albtraum, ist jetzt Wirklichkeit geworden, ne? Na, an sich gar kein Albtraum. Irgendwie habe ich persönlich damit gerechnet. Aber ich sag einfach mal, wir fahren das erste und letzte Mal nach Meppen, ne? Auf so eine Reise bereitet sich jeder ganz individuell vor. Proviant reichlich vorhanden. Und Optimismus ist auch dabei. So machten sich über 70 Fahrzeuge auf den Weg ins Emsland. Ja, wie es Emsland gefällt, oh, schön flach, ja. Nicht so gemütlich, nicht. Sehr gemütlich. Ja. Und wie weit ist noch? 70, 80 Kilometer sind wir bestimmt noch davon weg. Und langsam fahren, also hier wird nur geblitzt. Die sind nicht egal auf unser Geld. I'm gonna leave the city, got to get away. Kurz vor dem Ziel das erste Treffen mit einem Meppener. Was tippt ihr denn heute? 5:0. Aber wollt ihr endlich mal einen Fußballweltführer? Wollt ihr endlich mal Fußball spielen? Aber starkes Auto hast du. Gibt auch eine Männerfarbe. Verspottet werden sie überall, die armen Meppener. Der Inbegriff für die zweite Liga. Provinz, Diaspora, das sind noch die nettesten Umschreibungen. Sicher, hier im Emsland ist alles etwas kleiner. Aber Bochums Trainer zollt Respekt. Das Wort Provinz hat so etwas Negatives, das kann ich überhaupt nicht unterstreichen. Ich muss mal eines festhalten, wenn eine Mannschaft oder wenn ein Verein sich 7 Jahre in der zweiten Liga hält, mit diesen Mitteln, die hier bestehen, dann verdient das vielleicht mehr Anerkennung, als mit 30 Millionen Bayern München zu führen. Recht hat er, aber die Bochum-Fans, die sind sich sicher. Im Spiel gestern waren aber zunächst die Verspotteten am Zuge. Freistoß Andreas Helmer und Rainer Raufmann mit einem verunglückten Kopfball. Jürgen Gehlsdorf Kommentar. Alles offen, du. Jetzt renn da rüber, lass die ganze Seite offen. Und Jürgen wurde dann auch ruhiger. Genauer ab der 17. Minute bei diesem Freistoß von Kapitän Uwe Wegmann. Der Meppener Jan Sievers fälschte den Ball unhaltbar für Manfred Kubik ab. 1:0 für Bochum und 5000 VfL-Fans freuten sich trotz ihrer weiten Reise. Danach war Bochum zwar weiter spielbestimmend, aber Zählbares kam dabei nicht raus. Auch Holger Aden, gestern zwar eifrig, aber unglücklich im Abschluss. Meppens Trainer Horst Ehrmantraut war dann genauso fassungslos wie der Bochumer, als die Hausherren kurz vor der Halbzeit diese Torchance nicht nutzen konnten. Zunächst Martin van der Pütten und dann Zbigniew Szewczyk. Pfosten, Halbzeit. Das Meppener Stadtorchester blies dann ihren SVM in den zweiten 45 Minuten recht druckvoll vor das Bochumer Tor. Aber knapp daneben ist schließlich auch vorbei. Jürgen Gehlsdorf schaute beschwörend auf seine Mannen in der Abwehr, denn kurz vor Schluss noch einmal eine Meppener Chance. Aber Olaf Dressel rettet den 1:0-Sieg. Abpfiff, Jubel bei den Landreisenden. Ja, ich glaube, für uns war es am besten, dass wir gleich das erste Spiel hier in Meppen machen mussten. Dann wissen wir gleich, wo es lang geht. Und man kann echt den Fans einen herzlichen Dank aussprechen. Also, das ist sensationell, wie viele hier jetzt in Meppen waren. Und also wirklich. Bei dem einmal wollen sie es denn auch belassen, denn für sie war es eine weite Reise. Country roads, take me home to the place I belong.
kann.